Lara, du hast ja eben beim Promispiel, beim Toyota Handball-Bundesliga All-Star Game im Vorspiel in der Kiste gestanden. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe eine Anfrage bekommen, beziehungsweise der Hex hat mich angerufen und hat gesagt, willst du da mitmachen? Da habe ich gesagt, na klar, das ist doch eine super, super Sache und es hat auch viel Spaß gemacht. Wusstest du vorher, wer bei dir mit dem Team steht? War das irgendwie Bedingung für deine Zusage? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe das Team erst heute kennengelernt und das war eigentlich auch egal, wer in welchem Team spielt. Hauptsache, wir hatten Spaß und es kamen ja auch noch ganz schöne Sachen dabei rum. Eure linke Seite, also zumindest von der ersten sieben, war ja recht prominent besetzt mit Markus Bauer, Markus Götz und Kretsche. Wie beurteilst du deren Leistung? Ja, ich würde sagen, sie haben auf jeden Fall was für die Galerie gemacht. Sehr schöne Tore. Sie hätten natürlich noch mehr machen können, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, sondern es sollen ja alle mitspielen. Und es hat auf jeden Fall mit denen richtig viel Spaß gemacht. Ein großes Idol meiner Jugend, in dem Fall nicht aus dem Handballbereich, sondern aus der Leichtathletik. Carlo Trainer hat heute groß aufgetrumpft. Was sagst du zu dessen Leistung? Ja, Carlo war heute auf jeden Fall der Torschütze, glaube ich. Ich glaube, der hat ja die meisten Tore gemacht. Naja, wenn man vom Hochsprung kommt, dann ist auch klar, dass man hochspringen kann. Und das hat er bewiesen. Und ein Block stand auch nicht bei mir vor der Hütte. Also von daher war für ihn etwas relativ leicht, aber hat er ganz souverän gemacht. Okay, was sagst du zur Leistung von Okulacha, vom Basketballer? Ist irgendwie auch nicht so weit weg vom Handball, ne? Nein, also es war schon schön zuzusehen, wenn die Leute vom Sport selber kommen, wie ehrgeizig sie dann doch sind. Und er hat sich auch viele Bälle wiedergeholt. Wobei die Regeln da, glaube ich, noch nicht so ganz bewusst waren, wenn es darum ging, schnell einen Anwurf zu machen oder so. Aber das war auch egal. Der hat ein schönes Ballgefühl gehabt, ja. Ein ganz großer Spieler stand auch noch auf der Gegenseite, und zwar im Kasten, und zwar der Hexer, also sozusagen dein Lehrmeister. Wie konnte das angehen, dass der dir einen eingeschenkt hat, und warum hast du den nicht revanchiert? Naja, das ist ja wohl klar, dass er bei mir das, die Bude macht, weil er trainiert mich schließlich und ich muss die nächsten Monate darunter leiden. Also war es mir lieber, dass er heute das Tor wirft. Okay, kommen wir mal von der spaßigen Seite mal ein bisschen zu den ernsten Themen. Der Hexer ist der Torwarttrainer beider Handballnationalmannschaften und für die sieht es ja für beide gerade nicht so doll aus. Wobei ihr ja mit der verpassten Hauptrundenteilnahme bei der EM sogar ja fast noch schlechter abgeschlossen habt als die Herren. Und die Parallelen sind ja relativ deutlich gewesen. Also beiden Mannschaften wird oder wurde vorgeworfen, nicht wirklich als Team auf der Platte gestanden zu haben, wenig Kampfgeist gezeigt zu haben und eine hohe, hohe Fehlerquote gehabt zu haben. Wie beurteilst du euer Auftreten im Dezember jetzt mit ein paar Wochen Abstand? Naja, selbst mit ein paar Wochen Abstand muss man einfach sagen, dass wir unsere Leistung nicht gebracht haben. Wir haben eigentlich ein super Team, wirklich gute Leute da drin gehabt und mit diesem Team muss einfach mehr drin sein. Gegen die Ukraine, es war natürlich ein Spiel, wo einfach Knockout bei fast allen war und dann gewinnt man auch so ein Spiel nicht. Das Abschneiden ist natürlich wirklich unglücklich gelaufen und gibt uns jetzt eigentlich nur eine ganz große Aufgabe, uns für die WM zu qualifizieren. Wir müssen gegen Ungarn ran und da muss halt alles stimmen, damit wir bei der WM dabei sind und eine Chance auf Olympia haben. Aber wie geht ihr denn jetzt im Moment mit dem Thema um, also miteinander und untereinander? Also der Bundestrainer war ja jetzt auch nicht ganz unumstritten. Es ist nach wie vor, zumindest in den Fanforen, umstritten, wer jetzt so die richtigen Spielerinnen für die Quali sein sollte. Was besprecht ihr untereinander? Also wie macht ihr euch jetzt heiß? Wie wollt ihr das Thema angehen, dass ihr auch wirklich bei der WM dann dabei seid? Naja, die erste Analyse war schon im Hotel, dass sich jeder die Mannschaft zusammengesetzt hat und jeder mal so seine Meinung gesagt hat. Aber ich denke, dass wir natürlich schon wissen, dass wir nicht an unsere Leistung angeknüpft haben. Und dass wir Handball spielen können, haben wir in den Testspielen vorher teilweise bewiesen. Und von daher, es nützt nichts, es ist jetzt passiert. Jetzt müssen wir aber auch die nächsten Spiele mit so einem Ehrgeiz und mit so einem Kampf da dran gehen, um jeden Ball fighten, um jede Sekunde. Und wirklich dem Publikum zeigen, dass wir wollen, dass wir eine gute Mannschaft sind. Und dass wir mit Leidenschaft Handball spielen können. Okay, dafür drücken wir euch natürlich die Daumen. Abschließende Frage, bist du im Nationaltrikot London 2012 dabei? London 2012 ist auf jeden Fall ein Traum und ich will dabei sein, ja. Mein Handball TV ist dein Handball TV.